Für uns steht bald am ISB Wiesloch das 30-jährige Jubiläum an. Anlass genug nachzusinnen, was geworden ist und was so jemanden wie mich getrieben hat all die Jahre. Und dazu passt mein Thema heute: persönliche Leitsterne und berufliche Karrieren. Statt Karriere benutze ich vielleicht lieber das Wort Lebenswege. Ich möchte gar nicht erst in das Fahrwasser von Aufstieg nach nur äußeren Erfolgskriterien kommen. Es geht auch um Erfolg, ja, aber kombiniert mit Selbstverwirklichung und Sinn im Berufsleben. Man hat nur das eine. Ich habe mir in den letzten Wochen etliche ruhige Stunden gegönnt und mich selbst gefragt, welches waren eigentlich meine persönlichen Leitsterne? Und Sie merken an dem Absenken der Stimme, dass ich an Eriksonsche Tradition anlehne, Sie lade sich durchaus, meine Fragen auch zu stellen. Ich will einiges von dem, was mich bewegt hat, erzählen und was mir dabei in den Sinn kam. Und vielleicht regen Sie meine Gedanken an, um Ihre eigene Geschichte im Hintergrund für sich mitlaufen zu lassen. Also heute von mir kein PowerPoint, wenig Konzepte und Methoden. Dazu gibt es genug auf unserer Website. Schriften, Audios, Videos, Materialien zum Selbstnutzen, alles kostenlos zum Download. Heute nur meine aufgeschriebenen Gedanken, meine Anwesenheit und meine Stimme. Das Thema also: persönliche Leitsterne und berufliche Lebenswege. Sie kennen das sicher auch, das Thema hat sich in der Vorbereitung schnell ausgeweitet und wurde größer, als es in diese 45 Minuten passt. Eine ausführliche schriftliche Version werden Sie dann auf unserer Website finden. Ja, welche sind eigentlich die Kräfte, die im Hintergrund unseres Berufslebens wirken? Anders als man denken könnte, sind diese Kräfte gar nicht so verborgen. Sie geben sich aber erst im Licht spezieller Aufmerksamkeit zu erkennen.